Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In dem Video, ich habe sie extra nicht sauber gemacht, bevor ich sie hergeholt habe. Ja, das ist meine Playstation. Ich mache mal euch noch was höher, so. Solltet ihr das eigentlich gut erkennen können. Das ist meine PS5 und die seht ihr, sie ist wirklich eingestaubt. Vor 2 Tagen erst abgestaubt und jetzt schon wieder so. Habe ich extra dran gelassen, damit ihr das sehen könnt. Und dafür hat Play Vital hier so ein Case. Das ist halt nur in so einer Plastiktüte drin. Werde ich euch auch unten drunter verlinken. Gibt es natürlich auch für die stehende PlayStation. Also falls eure steht, gibt es auch für stehend, gibt es auch mit verschiedenen Mustern, Universum drauf und Galaxie und was weiß ich alles. Aber meine liegt ja. So, und da kann ich das dann einfach so drüber machen. So, ich nehme mir einfach hier, wo ist er? Hier. Den Klettverschluss ab, wegen den Kabeln, weil hier hinten sind ja die Kabel. So. Macht das hier so drüber. Kann man einfach so drüber stülpen. So. Zeig euch das mal von so. Und wenn ihr das dann drüber habt, hier sind die Kabel, also ist wirklich gut ausgeschnitten. Und wenn ihr das dann so drüber gestülpt habt, dann macht ihr das hier. Warte. Dann macht ihr das hier zu. Könntet auch natürlich straff ziehen. So. Dann habt ihr dazu die Kabel. Sind immer noch dran, ihr braucht kein Kabel abziehen. Nichts. Und wenn ihr dann wieder euch dafür entscheidet zu zocken, dann macht ihr einfach das ab. So. Dann legen die mal wieder hin. Und macht die Schutzhaube weg. Ihr wollt dann wieder nicht mehr zocken. Ja, einfach drüber ziehen. So. Wie gesagt, das muss ab wegen den Kabeln. Ja, weil. Hoppala, seht ihr jetzt nicht. Moment. Das muss hier ab wegen den Kabeln. Weil hier sind ja die Kabel dran. Also ihr könnt sonst, wenn das dran wäre, würde das jetzt hier, das alles hier hochschieben. Deswegen locker ab. Drüber. Hier sind die Kabel. Dann unter den Kabeln durch. So. Und fertig. Und schon ist eure PlayStation ein bisschen mehr staubgeschützt. In einem schwarzen robusten Stoffmantel. Ja, und sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Gibt's, wie gesagt, gibt es auch mit Universum und drauf und so. Und für Hochkant gibt es das auch. Ich muss mal kurz meine PlayStation beiseite, weil ich habe ja bei mir solche Standfüße drunter. Also zwei. Ja? Weil der originale Standfuß, der in der Mitte steht, der ist doof. Der hält bei mir nie gehalten. Und hier, wenn ihr so reinguckt, hier ist ganz glatt innen drin. Ich werde mal versuchen, damit ihr das seht. Auch die Nähte sind echt gut gemacht. Also da ist halt nicht irgendwie. Hoppala. Ja, ich muss ja was runter machen. Sonst sehe ich hier wieder im Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Weil so hoch komme ich mit meinem Kopf nicht, dass ich das denn sehe. Auch die Nähte sind hier wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir haben nichts offen oder irgendwas. Auch die Ecken. Hier. Ich hoffe, das kann man sehen. Und da steht dann Play Vital. Das sehe ich ja jetzt das erste Mal. Und auch hier in den Ecken. Da. So könnt ihr die Nähte vielleicht besser sehen. Alles wirklich sehr gut verarbeitet. So. Das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ich werde das jetzt immer über meine PlayStation machen. Im Sommer. Weil da habe ich das Fenster immer offen. Also alle Fenster und Balkontür. Und wenn die hier Rasen mähen oder irgendwas machen oder auch so durch das durch die Bäume, hier haben wir so viele Bäume, kommt so viel Zeug drauf und die PlayStation sieht immer mistig aus. Da kannst du 3-mal am Tag kannst du die sauber machen.
Und da habe ich sie dann dadurch ein bisschen besser geschützt. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch das natürlich verlinken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.